Frieren ist so eine andere Sache. Ob der eine Holzcutter hier reicht. Auf jeden Fall sieht es schon mal nicht verkehrt aus hier. 6 Kinder, 15 Erwachsene zurzeit. Ja, sieht ganz okay aus, finde ich. Ist alles nicht so schlecht. So, ich muss mal nebenbei auf mein Handy schauen, wie spät es ist. Aber ich habe noch etwas Zeit. Was ist das hier eigentlich? Average Happiness of Citizens. Ach, die sind fröhlich. Ah, die Gesundheit lässt ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob das Altersschwäche ist. Oder was könnten wir jetzt noch hier machen? Tools and Home. So, wir könnten zu Steinhäusern upgraden. Wir könnten... Provides a temporary place for the homeless to live. Boarding house. Okay. Wege. Wege haben wir eigentlich ganz gut ausgebaut. Wobei, wir könnten hier noch welche anbringen. Ich weiß nicht, wo die in ihr Haus reingehen. Wo ist hier die Tür? Bei dem Haus hier unten gerade. Da unten, oder? Nee, auf der Seite müsste sie hier sein, irgendwo. Na, da ist die Tür. Kann man zum Beispiel sagen, hier machen wir auch mal einen Steinweg hin. Ja, machen wir den Steinweg doch mal so. So. Und dazu. Dann können sie da ein bisschen schneller laufen. Und der Steinweg hier, der soll zur Arbeitsstelle Steinbruch führen. So, aber nur bis hierher ungefähr, weil ich weiß nicht, wo die hier einsteigen und sonst was. Das lassen wir mal so. Ach, sehr schön, wie sie hier bauen. Immer wieder nett anzusehen. Okay. So, Nahrung wird jetzt hier ein bisschen knapper, habe ich das Gefühl. Aber es liegt halt daran, dass wir kein Gabbage mehr haben. Kein Gabbage. Wir haben so einige Bäume schon nachgepflanzt. Okay. Holz nimmt zu. Oh ja, schon wieder Firewood ist low. Ah, und das natürlich vorm Winter. Das ist nicht so prickelnd. Der Arbeitsweg ist eigentlich auch nicht so weit weg von dem hier. Wieso können hier nicht mehr arbeiten? Feuerholz sammeln. Na gut, das hatten wir auch zu spät. Den hatten wir ja erst im frühen Herbst rum fertiggestellt. Da konnte er nicht mehr genug Feuerholz sammeln für den Winter. Aber ich hoffe dennoch, dass es reicht. Dass wir einen Winter noch überleben. Storage Markets and Trade. Stockpile. Used to store raw materials such as logs, firewood, stone, coal and iron. Das ist doch ein Stockpile. Was brauchen wir das? Used to store goods such as food, clothes, textile and tools. Also der Stockpile ist eigentlich groß genug. Das Lager ist auch groß genug. Market. Used to provide a localized area for citizens to collect food, tools and fuel. Okay. Trading Post. Allows for the trade of resources with merchants. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schoolhouse. Used to educate citizens to be more productive. Das könnten wir als nächstes mal bauen. Schulen gab es ja schon sehr früh damals auch. Weil die muss natürlich auch ausgebildet werden. Und wo wollen wir denn die Schule herbringen? Wollen wir die hier herstellen? Gleich daneben? Das ist doch eigentlich ein super Platz für die Schule. Ja, warum nicht? Stellen wir da die Schule hin. Die wollen ja auch ein bisschen was lernen hier. Wie viel arbeiten jetzt hier? 2. Ja, doch, das sollte passen. Sollte eigentlich ausreichen. So, gut. Haben wir da als nächstes mal ein Schulhaus gebaut. Auch sehr interessant. Oh, es ist jetzt knapp. Ist Firewood. Ah ja, Firewood wieder. Gut. Aber was willst du da jetzt machen? Was willst du da jetzt machen? So, 15 Erwachsene, 7 Kinder.
Wir schalten mal ein bisschen wieder in den Speed-Modus. Mal sogar zehnfache Speed hier. So, noch haben wir Herbst. Noch haben wir Herbst. Was ist jetzt Food? Ah, Loks ist auch low gewesen. 27%. Ja, die bauen hier gerade die Schule auf. Ob die über den Winter fertig wird? Ist die andere Frage. 29. Ah, die verbrauchen immer vom Stock, nur dann, wenn sie bauen. Okay, ich verstehe. Das war mir bisher auch nicht so klar. Eisen brauchen sie 16, ne? Kriegen wir da genügend Eisen her? Und jetzt müssen sie nur noch bilden. Noch ein Stock, Stock-Loks sozusagen, Holz. Okay. Ah, da baut jetzt hier, bauen sie jetzt hier die Schule. Ja, die wird über den Winter fertig, nehme ich an. 60%. Ja, der Stockpile, der sollte eigentlich ausreichen. Wir haben noch nicht so viele Bürger. So, wir schalten mal eine Stufe runter auf Stufe 5. The Reserve of Firewood is low. Ja, das ist den ganzen Winter schon. Aber es hat noch nichts angezeigt, dass hier irgendwie jetzt groß jemand friert oder so. So, die Schule ist fertig, Leute. Ab in die Schule mit euch. Ab in die Schule. So, wir haben hier Roads, brauchen wir noch. Können wir hier noch ein bisschen so Road hinpacken. Also schnell in die Schule kommen. So, wie machen wir denn das mit der Schule? Wir haben hier zurzeit alles voller Jäger. Wir haben hier zurzeit alles voller Holzfäller. Wir haben hier zurzeit alles voller Fischer. Aber wir haben keine Reserve mehr für einen Lehrer. Ich sag mal, ich nehme einen vom Holz weg und steck den in die Schule. Zack. So, Schoolhouse. Hier kann jetzt ein Lehrer seinen Unterricht vollziehen, sodass die Students natürlich schlauer werden und viel produktiver sind. Ich hoffe mal, die machen das auch. Wir machen mal den Speed erhöhen und schauen mal hier. Work. Enable disabled education at this school. Ja, kommt schon. Warum arbeitet hier keiner? Hab doch angegeben, dass einer da arbeitet. So, die Nahrung, die bewegt sich immer um Nullpunkt rum. Aber es ist noch keine große Hungersnot bei uns. Das heißt, wir machen das schon mal gar nicht so verkehrt. Aber ein bisschen mehr Flagge haben, wäre mir trotzdem ganz lieb. Der Stockpile füllt sich auch auf mit Firewood. Ah, aber auch Loks brauchen wir. Ah, jetzt sind ein paar Loks dazu gekommen. Null Students? Warum? So, 8 Kinder haben wir. Ja, ist doch gerade jemand reingegangen in die Schule. Ich hab's doch gesehen. So, die Grad Celsius gehen natürlich auch nach unten, beziehungsweise die Fahrenheit. So, wir können mal wieder auf normalen Speed umschalten. Was ist das denn? Hä? Ach, sind jetzt hier neue... Ach, die paar Bäume sind gewachsen hier. Birken, oh Gott. Naja, ist eigentlich scheiße, dass Birken gewachsen sind. Ich bin allergisch auf Birken. Hier wachsen überall Pilze, sonst... Also wir brauchen mehr Sammler eigentlich auch. Na gut, im Moment machen sie so alles das Nötige, ne? Wir brauchen halt Feuerholz für den Winter, sonst frieren sie. Wir brauchen halt viel Nahrung im Winter, sonst verhungern sie. Also, das ist auch wichtig. Und wir brauchen Holz. Ohne Holz gibt es kein Logwood, kein Firewood. Die Schule könnten wir höchstens schließen, aber nee, das passt schon. So, auf dem Feld arbeitet zurzeit ja eh niemand, keine Sau. Wie können wir denn noch unsere Produktion am besten erhöhen? Provides much faster travel for citizens, one per unit of length. Much faster travel. Bringt das was, wenn wir jetzt hier Steinwege basteln? Weil ich habe so das Gefühl, als nutzen sie die Steinwege bis jetzt noch nicht richtig. Storage markets and trade. Storage haben wir auf jeden Fall genug. Market.
Ah, da brauchen wir ziemlich viel Eisen für. Auch hier, Trading Post, brauchen wir ziemlich viel Eisen für. Amount of Stored Iron haben wir nur 31. Town Services, gucken wir da mal noch. Used to heal disease. Genau, wir brauchen Stein, 78, 52 Holz. Wir brauchen mehr Holz. Wie viele arbeiten denn im Moment? Müssen wir uns mal einen Überblick verschaffen. So. Laboratory. Gar keiner? So, zwei Bilder. Von null. Was soll denn das hier sein? So, hier könnten zwei Laborer arbeiten, die einsammeln, weil wir brauchen keine Bilder im Moment, weil es wird nichts gebildet. So, Headsman, Fisherman haben wir 4. Hunter haben wir 4, sind 8. Woodcutter haben wir 1, sind 9. Forester haben wir 3, sind 12. Teacher haben wir 1, sind 13. Laborer 2 sind 14, 15. Genau, das geht genau auf. Die Kinder arbeiten anscheinend noch nicht. Students haben wir 0, deswegen ist die Schule auch noch nicht besucht. Deswegen können wir vielleicht hier erstmal sagen, 0 in der Schule und dafür wieder ein mehr beim Holz. Genau, weil wir haben hier 0 Students und warum soll der Lehrer in der Schule hocken, sich einen Arschwund sitzen und es ist kein Schüler da. So, wir haben wieder Frühling übrigens, das ist mir gerade mal so aufgefallen. So, dann legen wir wieder die Jagdhütte still erstmal. Und fangen wieder an hier mit dem Feld. Wir nehmen auch 2 von den Fischern weg, die im Sommer hier auf dem Feld arbeiten. Ist es eigentlich so produktiv, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Wozu braucht man Felder, sag ich mal, wenn man genügend Jagdhütten und Fischerhütten aufstellen kann? Die bringen doch auch Nahrung, sogar über den Winter hinweg. Wozu braucht man dann Felder, genau? Ich verstehe es noch nicht richtig. So, hier können nur 4 arbeiten. 4 of 4. Pflanzen braucht ihr jetzt erstmal nicht unbedingt. Wir haben hier ja einige. Beziehungsweise doch, pflanzt halt mal. Pflanzt und hackt. Ist immer wichtig nachzupflanzen, sonst haben wir irgendwann keine Bäume mehr. Dann stehen wir da wie Hugos Ochs im Wald. Gut. Ja, aber ich würde sagen, ich speichere mal zwischen. Save. Neues Spiel speichern, jawohl. Und ich mache an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause. Für Tipps, Feedback, Kritik bin ich jederzeit offen und auch sehr dankbar. Kann ja sein, dass ich hier einiges falsch mache im Moment und was ich vielleicht besser beachten sollte. Gerade die Situation mit dem Feld. Gebt einfach mal Tipps, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze mal durchlesen. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Banished. Bis dahin und tschö mit Ö, euer Kelle. Bye.